Gabun ist ein riesiges Naturreservat. Bis auf die Großstädte an der Küste besteht das Land fast nur aus Regenwald. Es ist sehr dünn besiedelt. Im Osten strömt der Fluss Oguye durch den schier endlosen Dschungel am Äquator, der zweitgrößte der Welt nach Amazonien. Die Familien hier leben von ein wenig Land- und Viehwirtschaft, aber vor allem von der Jagd. Das ist die Aufgabe der Männer. Zwei- bis dreimal pro Woche verlassen sie ihr Dorf Dume und tauchen tief in den Wald ein. Sie jagen nachts und stets im Team. Ein Jäger begleitet von einem Träger, denn ihre Beute ist das Großwild. Doch daran kommen sie erst nach einem stundenlangen Fußmarsch. Dann bauen sie ihr Lager an einem Platz mit besonders dichtem Pflanzenbewuchs, ganz nah bei den Tieren. Wie immer folgen Mesmen und seine Männer den Spuren der großen Säugetiere, um ihr Jagdgebiet festzulegen. Diese führten sie 3 Stunden weg von ihrem Dorf. Die Tiere lauern ringsherum und damit auch die Gefahr. Zum Schutz hat jeder seine eigene Strategie und sein Totemtier, sein Ebenbild, das ihm niemals schaden würde. Davon sind sie überzeugt. Mein Beschützer ist der Panther. Er ist mein Totem. Laufe ich also durch den Dschungel und er sieht mich, verzieht er sich sofort. Er würde mich nie angreifen, niemals. Sobald er mich sieht, ist er weg. Mein Trick ist die Zigarette. Wenn ich rauche, verjagt das die Elefanten, auch aus der Ferne. Sie gehen aus dem Weg und lassen mich weiter. Es gibt auch ein bestimmtes Blatt, das Tiere wie Elefanten und Gorillas verscheucht. Und unsere Urahnen steckten sich so eins in die Tasche. Es vertreibt die Elefanten, Panther und Gorillas. Und welches Tier ist am gefährlichsten? Das gefährlichste ist der Elefant. Der lässt sich von der Lampe nicht beeindrucken. Der rennt auf dich zu und reißt dich in Stücke. Der Panther reagiert auf die Lampe. Du fixierst und blendest ihn. Das kann 30 Minuten dauern. Er starrt dich an und kehrt dann um. Die Männer warten mit der Jagd, bis es dunkel wird. Mesmen ist der Anführer der Gruppe. Er nutzt die Zeit für Notizen. Ich notiere den Ort, das Datum, den Tag und den Monat, dank GPS. Immer wenn wir auf die Jagd gehen, notiere ich mir die Ausgangsinformationen. Auf dem Rückweg notiere ich mir, wann wir heimgehen. Das kommt in mein Notizbuch. Und morgens arbeite ich. Er notiert sich alles genau. Den Aufbruch um 19.43 Uhr und die vom GPS bestimmten Standorte. Die Männer starten gemeinsam, trennen sich dann aber recht schnell. Mit ihren Stirnlampen locken sie ihre Beute an, wenn nötig auch die ganze Nacht. Jeder geht seines Weges, doch sie bleiben in Verbindung. Sie markieren den Boden oder die Baumstämme als Zeichen, dass sie da waren, oder als Warnung vor jeder kleinsten Gefahr. Aus Geldmangel nahmen die Männer nur ein paar Patronen mit. Sie haben alle verschossen, und zwar mit großem Erfolg. 4 Antilopen und 2 Gazellen haben sie erbeutet. Trotz eines großen Schreckmoments mitten in der Nacht. Kurz nach unserem Aufbruch erlegten wir die erste Gazelle und eine Antilope. Etwas weiter begegnete uns ein Elefant, der zu brüllen anfing. Also schalteten wir unsere Lampen aus und hauten ab. Wir verjagten den Elefanten durch unsere Schreie. Es war eine Elefantenherde. Der Elefant brüllte und machte uns Angst. Und wir stoben auseinander. Dann jagten wir weiter und schossen noch eine Antilope und eine Gazelle. Wir schossen 6 Mal. Um 3.12 Uhr ging es dann zurück. Aufbruch der Gruppe um 19.43 Uhr und Rückkehr um 3.12 Uhr. Es steht alles ganz genau in Mesmens kleinem Notizbuch. Dank seines GPS hat er die Koordinaten sämtlicher Orte, an denen sie ihre Beute erlegten. Für einen Jäger sehr ungewöhnlich. Nun müssen die Männer ihre Beute nur noch heimtragen. Über 100 Kilo Buschfleisch, das sie in der Stadt für einen guten Preis verkaufen werden.
Doch damit ist die Arbeit noch nicht erledigt. Das kleine blaue Notizbuch verlangt nach weiteren Einträgen, wie Art, Geschlecht und Gewicht der Beute. Denn Messman ist nicht nur ein guter Jäger, sondern auch Datenerheber für seine Gemeinde. Im Auftrag der CIRAD, das ist eine französische Organisation, zur Entwicklung eines Weltprogramms zur Rettung der Wildtiere. Zu unseren Kollegen gehören auch die sogenannten Überprüfer. Sie kommen einmal pro Woche, um die Datenerheber zu treffen und ihre Arbeit zu überprüfen. Dann werden diese Daten in unsere Datenbank eingepflegt. Die gibt uns dann mehr Überblick über alle erbeuteten Tiere, über alles, was den Dschungel verlässt. Das Programm der CIRAD wurde in erster Linie zur besseren Verwaltung der Bestände gegründet. Doch seit 2022 interessiert es sich auch für die Arbeitsmethoden der Jäger, denn die sind unmittelbar hohen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Hier wird gerade das Wild zerlegt. Bei dieser Arbeit kann man sich verletzen und natürlich auch anstecken, wenn das Tier krank war. Das ist also ein Risiko im Umgang mit diesem Fleisch. Arbeiten Sie denn an diesem Problem? Ja, das tun wir. Denn wir haben auch eine Abteilung für Zoonosen, also für die Übertragung von Krankheiten von Tier zu Mensch. Das Risiko der Zoonose. Ob Ebola, HIV, das Zika-Virus, die Vogelgrippe oder Covid-19. All diese mehr oder weniger schweren Pandemien gingen wohl von Tieren aus. Irgendwo auf der Welt mutierten sie beim Überspringen vom Säugetier auf den Menschen. In Gabun kämpfen sie an vorderster Front gegen diese Krankheiten, die auf den Menschen übertragen werden könnten. Der Ausbruch von Covid-19 machte die Arbeit der CIRAD-Mitarbeiter noch wichtiger. Die Organisation hat eine äußerst umfangreiche Datenbank über Wildtierarten erstellt. Zu den gesammelten Daten von den Jägern kommen nun auch noch tausende Videos, gedreht bei Tag und Nacht. Sie zeugen vom großen Bestand der einzelnen Arten. Gorillas, Elefanten, Schimpansen, Warzenschweine, Gazellen oder Antilopen rauschen über den Bildschirm. Gabuns Dschungel ist überbevölkert und seine Bewohner gehen gerne auf Wanderschaft. Für die Jäger ein Paradies, aber auch ein Hort von Hunderten oder Tausenden Viren, Bekannte und Unbekannte. Lange war den Jägern und Anwohnern diese Gefahr nicht bewusst. Doch als Ebola in Afrika binnen weniger Monate über 10.000 Menschen tötete, änderte sich das schnell. Früher reichte es, das Fleisch zu garen, und man hielt damit alles für abgetötet. Aber man kommt ja schon beim Jagen mit dem Fleisch in Berührung, sobald das Tier erlegt ist. Es war anfangs ziemlich schwierig, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass auf den von ihnen konsumierten Tieren Parasiten und Krankheitserreger leben. Das war echt eine Herausforderung. Aber durch Ebola konnten wir ihnen dann leichter begreiflich machen, dass es solche Parasiten gibt und dass sie uns schaden können. Laut WHO könnten sich über 1800 bekannte oder unbekannte Viren zu Zoonosen ausbilden. Zudem sind alle Säugetiere in den Urwäldern von Zentralafrika mögliche Träger von einigen dieser Viren. Wirte für diese potenziell gefährlichen Krankheiten sind wohl allen voran die durch Covid-19 berüchtigten Schuppentiere und Fledermäuse. Man darf nicht vergessen, dass wir hier in einem Land leben, in dem Überjagung und Wilderei ein großes Problem sind, etwa bei Schuppentieren. Und dann gibt es ja auch Leute, die Fledermäuse verzehren. Von all diesen Tierarten ist bekannt, dass in ihnen Krankheitserreger lauern, die die nächste Pandemie auslösen könnten. Deshalb werden wir in den kommenden Monaten zusätzlich ein direktes Überwachungssystem einführen. Dafür schicken wir dann biologische Proben direkt an Labore in Gabun, die sie dann auf die kursierenden Krankheitserreger hin untersuchen. Wir werden auch die Jäger für die Entnahme solcher Proben ausbilden. Auf dieser Grundlage erhalten wir ein umfassenderes System, mit dem wir diesem Risiko etwas entgegensetzen können, damit die nächste Pandemie nicht von hier kommt. In diesem riesigen Dschungel mit seiner großen Artenvielfalt begegnen sich die Spezies häufiger als anderswo, was die Infektionsgefahr erhöht. Hier liegt die Quelle bekannter Zoonosen. Weiter nördlich in Kamerun übertrug vor einem Jahrhundert ein Schimpanse das Retrovirus HIV auf den Menschen. Ein jüngeres Beispiel ist der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo.
Im Osten des Landes liegt eines der renommiertesten Forschungszentren für Viruserkrankungen in Afrika, das CIRMF, das Internationale Forschungszentrum für Medizin in Franceville. Seit Ende der 80er Jahre tragen sie dort maßgeblich zur AIDS-Forschung bei. Damals dienten noch Menschenaffen als Versuchstiere. Diese Tierversuche sind schon lange verboten, doch die Primatengruppe gibt es noch heute. Den Forschungsteams ist es sehr wichtig, diese Tiere gut zu behandeln, denn ihnen verdanken sie wichtige wissenschaftliche Fortschritte. Vor einigen Jahren entließen sie die Gorillas wieder in ihren natürlichen Lebensraum. Doch bei den Schimpansen geht das nicht so einfach. Sie haben sich zu sehr an die Menschen gewöhnt. Der einzige Weg wäre, sie auf einer Insel im Fluss auszusetzen. Doch dazu fehlt bislang das Geld. Das ist Nyoni, ein Weibchen. Sie ist schon 32 Jahre alt. Sie ist hier im Zentrum geboren und kennt nichts anderes als die Gefangenschaft. Vor allem für solche Tiere wäre es wünschenswert, unser Auswilderungsprojekt umzusetzen, denn sie verdienen es, ihre alten Tage in Freiheit zu verbringen. Schließlich haben diese Tiere viel beigetragen zu unserem heutigen Wissen über die Viren. Unsere Madrillengruppe ist Träger des sogenannten SIV-Virus. Als dieses Virus auf den Menschen übersprang, mutierte es zum HIV. Dank dieser Gruppe konnten wir herausfinden, wie dieser Parasit namens SIV tickt. Das gilt auch für viele andere Krankheiten, die zu großen Katastrophen führten, ob Ebola oder das heutige SIV und sogar das Coronavirus. Demnächst veröffentlichen wir dazu einen Artikel, weil nun auch bei den Affen das Coronavirus festgestellt wurde. Sie sind sogenannte Zwischenwirte, also empfänglich für bestimmte Viren, mit denen sie dann wiederum uns Menschen infizieren. Die Affen sind unsere engsten Artverwandten und ihre Krankheitserreger den menschlichen sehr ähnlich. Daher ist eine direkte Ansteckung möglich. Am CIRMF untersucht eine ganze Armada von Forschern alle möglichen Eindringlinge, die sogenannten sich ausbreitenden Infektionskrankheiten. Dafür muss man nicht immer unbedingt in den Wald, denn manchmal lauert die Gefahr auch ganz nah, bei den Tieren, die uns im Alltag begegnen. Wir reiben die Palmnuss mit Erdnussbutter ein. Das ist der beste Köder zum Anlocken von Nagetieren. Das Tracken von Nagern eignet sich deshalb so gut, weil sie der artenreichsten Säugetierordnung angehören. Man hat herausgefunden, dass Nagetiere Träger von zoonotischen Viren sind. Und nicht nur das, sondern auch von Bakterien und Parasiten. Zwei- bis dreimal pro Woche platzieren Dr. Denise Ndilima Barker und ihre Assistenten Fallen rund um das Zentrum und in der Stadt. Denn die Nagetiere sind überall. Seit jeher gelten sie als Hauptauslöser zahlreicher Pandemien. Zu den nennenswerten Zoonosen gehören zum Beispiel das Lassa-Fieber, die Pest, die Borreliose, die Leptospirose und die Bartonellose. Das sind alles bakterielle Infektionen. Erwähnenswert ist auch die Toxoplasmose, ein Parasit, der Nagetiere befällt und auf den Menschen überspringen kann. Es gibt also eine große Bandbreite an Zoonosen, die von den Nagetieren auf den Menschen übertragbar sind, insgesamt etwa um die 60. Das Tracken einer Ratte oder Maus ist zwar nicht so gefährlich wie die Jagd auf wilde Tiere, aber nicht minder schwierig. Das Team von Denise kommt oft mit leeren Händen zurück. Seit mehreren Tagen stehen auch bei Lea ein paar Fallen. Sie führt ein kleines Restaurant in einem Viertel von Franceville. Sie klagt über zahlreiche Nager, die jede Nacht über ihre Küche herfallen. Sie fressen fast alles auf, stellen das ganze Haus auf den Kopf und zerstören alles. Sie machen sich an den Küchentüchern zu schaffen und zerreißen sie. Wenn ich Gift gegen sie einsetze, dann finden sie es und lassen es verschwinden. Als ob sie wüssten, was das ist. Die Mühe war wohl umsonst. Die Ratten und Mäuse ignorieren die Fallen und präsentieren sich sogar vor der Kamera. Puisque là, quand ils s'approchent du piège,
Der Mensch misstraut dem Tier und umgekehrt. Jeder ist eine Gefahr für den anderen. Die einzige Beute der letzten Nacht ist eine Maus der Gattung Lamnis commis striatus, eine Plage in Gabun. Bislang ist keine Virusübertragung durch sie bekannt, aber Denise überwacht sie genau. Denn diese Tiere wechseln ständig zwischen dem Dschungel und der Stadt hin und her und kommen mit vielen anderen Arten in Berührung. Die Arbeit der Wissenschaftler ist also unerlässlich. Doch es fehlte ihnen an Geld für ihre Forschung. Seit dem Ausbruch von Covid steht uns viel mehr Geld zur Verfügung. Aber wir bräuchten noch viel mehr für die Durchführung unserer sogenannten wissenschaftlichen Überwachung. Dabei ergründen wir die verschiedenen Krankheitserreger bei den Wirtstieren. Das ist eine langfristig angelegte Arbeit, mit der wir die Infizierung des Menschen verhindern wollen. An diesem Morgen geht es hoch her im CIRMF. Das Laborteam der Virologie fährt für mehrere Tage auf eine Exkursion. Dr. Gael Maganga leitet die Gruppe. Er ist nicht nur Tierarzt, Biologe und Virologe, sondern auch Spezialist für Chioptera, eine Fledermausart. Wir fahren nach Lastourville und erforschen dort eine von Fledermäusen bewohnte Höhle. Für unsere mikrobiologische Überwachung über von Wildtieren beherbergte Krankheitserreger. Bislang wurde in dieser Region nur eine Höhle untersucht. Wir wollen uns alle Höhlen in Gabun vornehmen, damit wir die mögliche Verteilung bestimmter Viren im Land einschätzen oder feststellen können. Eine Feldstudie in Gabun ist wie eine Expedition in neue Welten. Das eigene Labor reist mit in die entlegensten Ecken des Landes. Tische, Werkzeug, medizinische Ausrüstung und Proviant, alles muss mit. Deshalb begleiten vier Träger die vier Teammitglieder. Ihr Ziel ist die Plaon-Höhle auf dem Land der Bumuandra. Igor geht voran, er ist der Sohn vom Häuptling dieses Stammes. Ohne ihn kämen die Forscher nicht weit. Er kennt nicht nur den Weg, sondern auch alle Riten, um die Waldgeister nicht zu verstimmen. Sie marschieren 2 Stunden lang. Die letzten Kilometer sind die schwersten. Ein letzter steiler Aufstieg und dann liegt sie endlich vor ihnen, die Plaon-Höhle am Fuße eines Felsens. Sie ähnelt einem gut versteckten Schlund in die Erde, ein Paradies der Artenvielfalt. Doch Einlass gewähren die hiesigen Götter nur gegen Opfergaben. Bevor wir die Höhle betreten, müssen wir ein Ritual abhalten. Nur so kommen wir weiter und erhalten von den Geistern eine Rückmeldung. Wenn die Fledermäuse rausfliegen, bedeutet das grünes Licht von den Geistern. Ich baue gerade das Labor auf. Hier werden wir die Proben entnehmen. Wir haben Injektionsnadeln, Wattestäbchen und Glasröhrchen.
Hier liegen Chlortabs zur Desinfektion. Hier haben wir Alkohol und Schutzmasken. Davon haben wir zwei Sorten. Die einfachen und die FFP2-Variante für diejenigen, die gleich in die Höhle gehen werden. Zuerst einmal müssen wir Vorkehrungen treffen. Dazu ziehen wir einen Schutzanzug über, der den ganzen Körper bedeckt. Zusätzlich tragen wir eine FFP3-Maske, denn man muss wissen, dass die Fledermäuse da drinnen im Flug Kot und Urin absondern. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass wir davon etwas abbekommen und uns möglicherweise etwas einfangen. Nur der ortskundige Igor steigt ohne jeglichen Schutz in die Höhle hinab. Er sagt, die Geister würden gut über ihn wachen. Und vor Ebola hat er ohnehin keine Angst. In wenigen Minuten spannen die Experten ein riesiges Netz. Alles im Dunkeln, um die Tiere nicht zu verscheuchen. Es dauert nicht lange, bis sie sich im beinahe unsichtbaren Netz verfangen. Behutsam befreien sie jedes einzelne Tier. Ihnen eine Verletzung oder einen Schock zuzufügen, das wollen sie unbedingt vermeiden. Es soll für sie heute der erste und letzte direkte Menschenkontakt sein. Die Forscher werden in wenigen Stunden wieder aufbrechen und nur wiederkommen, falls sie in dieser Höhle ein gesundheitsschädliches Virus entdecken. Mit äußerster Vorsicht tragen sie jedes Tier nach draußen. Keine einfache Aufgabe bei dem tückischen Terrain. Und dann gibt es eine kleine Überraschung nach diesem ersten Besuch in der Höhle Plaun. Diese Fledermäuse der Gattung Nilflughund haben eine unübliche Farbe. Die Exemplare, die wir in den Grotten vorfinden, sind entweder schwarz, meist die Weibchen, oder grau. Aber diese hier haben eine gelbe Färbung. Das werden wir auf Fotos festhalten. Das liegt wohl an den Pigmenten. Manchmal färben die Pigmente im Felsgestein die Haut oder das Fell dieser Tiere. An diesem Nachmittag haben sie 18 Tiere gefangen. Sie messen und wiegen jedes einzelne. Dann entnehmen sie verschiedene Proben, auch Blut, und lassen die Tiere wieder frei. Danach geht es an die eigentliche Aufgabe, die Untersuchung der Proben auf unbekannte, auffällige oder verdächtige Viren, selbst auf die kleinste Spur, um den Menschen schon im Vorfeld zu schützen. Wilde Tiere sind sehr begehrt, denn es ist ja Wildfleisch, das liefert tierische Proteine. Manche Arten von ihnen werden also rein zum Verzehr gejagt. Durch seine Jagdaktivitäten und das regelmäßige Durchkämmen des Urwalds kommt der Mensch also irgendwann mit den Tieren in Berührung. Deshalb ist es ebenso wichtig, dass wir die Arten identifizieren, die ein mögliches Risiko für den Menschen darstellen, weil sie Viren in sich tragen. Aber vor allem müssen wir auch wissen, an welchen Orten diese Arten leben, die für den Menschen potenziell gesundheitsgefährdend sind, weil er auf der Jagd immer wieder in den Lebensraum dieser Tiere eindringt. In den Zeiten von Covid-19 und seinen vielen Varianten ist die Arbeit der Virusjäger wichtiger denn je. Eine neue Pandemie von vornherein zu verhindern, das ist besser, als sie nach dem Ausbruch zu bekämpfen. Die Menschen sollen sich auch weiterhin in die Natur trauen können. Messman und seine Freunde haben das begriffen. Diese Buschmänner werden ihrer Beute bald selbst Proben entnehmen. Im Dienste der Wissenschaft und zu ihrem eigenen Schutz. Denn sie wollen nicht nur auf ihre Totems und die Waldgeister vertrauen.